Nee, nehme ich später. Arsch. Kannst du nicht den ganzen. Ich weiß immer noch nicht, wo Patrick jetzt ist. Der ist quasi rechts daneben. Und die aus links. Spawnpunkt. Keine Ahnung. Er hat sich nicht so wirklich weiter bewegt. Ja, genau. Er war einfach nur zu kacke, um da hochzukommen. Ich hätte keinen Bock, da mal hochzukraxeln. Muss von meinem auch immer wieder runterkraxeln, das ist wie Behinderter. Bin so traurig, ne? Das war so fies von diesem Creeper. Wie er mich einfach angegriffen hat. Das machen die immer, die Penner. Die wollen Geld. Warum sind denn hier so viele Skelette? Was soll denn der Kack? Keiner will euch haben. Oh, scheiße. Kein Leben mehr. Ich glaube, Yannick stirbt. Ich sollte mal zwischendurch was essen. Ein Mini-Zombie! Oh, die machen Schaden. Der fickt dich jetzt. Der fickt dich richtig. Zum Glück kann ich noch was essen. Oh, scheiße. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Keine Lex, keine Lex, keine Lex, keine Lex. Komm, Lex, 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 Lex. Da sind zwei! Nee. Scheiße, scheiße, scheiße. Setze Wolle, setze Wolle, setze Wolle. Scheiße, geht doch da rüber, oder? Scheiße, 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 scheiße. Jetzt sind das drei. Alter, vermehren die sich? Ja, die klonen sich. Echt jetzt? Nein. Toll, einen habe ich gekillt, aber ich habe nur noch ein halbes Leben. Oh. Sehr gut. Öde. Wo kamen die denn jetzt auf einmal alle her? Also ich habe schon wieder Kohle, also ich bin quasi genau so weit wie gerade. Mano. Muss ich schon wieder dahin laufen? Was, so nah dran, mich gerade zu retten? Ne? Ich hatte schon Essen. Ich brauchte nur noch einen Ofen bauen. Ich hatte schon Essen. Ja. Wie schnell man hier aber auch einfach Essen verliert irgendwie. Ja, das ist der Hammer. Aber das haben die auch irgendwann hochgestuft. Ich bin jetzt gerade gespawnt, ne? Und habe jetzt schon wieder anderthalb verloren. Ja, weil du so viel trägst. Ich habe ja nicht mal mehr was. Ja, quasi nur alles fressen hier. Na scheiße, das ist die falsche. Ja, da baut einer einen Berg rum. Oder was? Scheiße, welche Höhle war ich denn? Hier war ich doch. War das nicht die hier? Doch. Ah, ich könnte kotzen, ne? Lass es ein, nur lass es einfach rein. Ah, jetzt kommt der scheiß Mini-Zombie schon wieder an. Richtig so. Du hast das auch mal verdient. Wir beide leiden hier die ganze Zeit und du gibst hier eine ruhige Kugel. Ja. Das kann man schon so sehen, ne? Ja, ne? Das hatte ich auch so. Eisenschwert wieder ausrüsten. Boah, was ein Kack hier, ey. Du hast richtig Bock auf Kirche? Nee, nicht. Ja, immer halt, ne? Was gibt's denn Besseres? Also das Beste am Tag. Ja, ja. So ein Samstagmorgen in der Kirche läuft. Das denke ich mir privat auch jedes Mal so. Ja. Gibt's in der Kirche sein, das wäre richtig schön. Schade, dass du nicht da sein kannst, ne? Ich sehe ihn immer. So den Heiligen Geist empfangen. Ja. Moinsen, Digga, guten Tag. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Wann gibt's denn den Wein? Die erste Frage beim Reinkommen. Alter, wann gibt's denn hier Wein? Ist das eine deutsche Hochzeit? Was denn? Eine deutsche Hochzeit. Ja, ob der, oder Russen wie beim letzten Mal. Wo also, wir waren. Nee. Das ist langweilig diesmal. Okay, das war der Hammer, Yannick, Alter. Ja, ich hab die Videos und Geschichten angehört. Also, da musst du, wenn du davon noch alles weißt, dann auf jeden Fall was falsch gemacht auf so einer Hochzeit. Oh. Aber ein bisschen enttäuscht haben sie mich ja, ne? Also die mussten ja schon um 11 Uhr ein neues Bierfass holen, weil die nicht dachten, dass Menschen so viel Bier trinken können. Ja, weil die kein Bier trinken, ne? 25.000 Liter Wodka, aber... Ja, aber wenn die eine Fußballmannschaft einladen, ne? Hätten sie damit rechnen müssen. Ja. Die hätten auch damit rechnen müssen, dass wir so peinlich sind. Aber gut, gab gut lecker Essen. Ja, Essen war super, ey. Und der Fisch war richtig lecker. Und so hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Die sollten eigentlich nochmal heiraten. Einfach nur, weil es so witzig war. Lasst euch scheiden.
Eiche, meine Hütte ist zu Ende. Ich hab nicht genug Holz. Es wird schon wieder dunkel. So. Egal, einen Schutzbaum oder einfach Fackeln dran. Wo ist denn meine ganze Kohle? Habe ich hier noch Kohle? Hier habe ich noch Kohle. Ich muss Fackeln bauen, ich habe ja keine mehr. Ich habe ja gerade irgendwie Forkeln verloren. Okay. Forkeln. Wird ja schon wieder Nacht. Du da hinten auf dem Berg, wer ist das? Ich bin das. Ich Wo ist bin's. Ich Also bin's. bei mir ist schön hell. Bei mir auch. Ich kann ja Fackeln in der Hand halten und es leuchtet. Seid ihr jetzt bei euch auf den Bergen? Ich Nicht schon. ganz. Ja, nein. Will ich mal gucken, wo Aber quasi. Forkeln genetzt wird. Auf dem Berg schon. Ich sehe hier keinen. Ich sehe nur Max und Da ich. unten sind Fackeln. Also Patrick hat so ein Haus. Ach, da ist Patrick. Ich weiß aber nicht mehr, in welche Richtung du warst. Ja. Ja, Ja, jetzt genau, kommst du in die ja. Richtung da. Hier, das ist gut, Yannick, Ah. das ist gut. Ach, ja, da oben. Du klopfst dich gerade mit den Schafen, ne? Ja. So, ich habe wieder eine Spitzhacke. Bin Ich wieder. gehe einfach so lange wieder Stein abbauen. Ich geh jetzt hier auch einfach in den Berg rein. Ich baue mir erstmal eine Berghütte. Und hier oben mache ich dann nachher Machst du hier den. keine Hütte im Wald? Nochmal der Film mit der Hütte im Wald. Meinst du Cabin in the Woods? Nein, den anderen. Der mit der Hütte im Wald. Evil Dead? Irgendwie anders. So. Boah, es ist aber hier. Bö. Zombies? Ja, natürlich. Bö. Bö. Mann. Patrick ist Ich geplatzt. habe mein Handy hingefallen lassen. Hingefallen lassen. Hingefallen lassen. Dich Wie macht man hingefallen das denn lassen. sonst? Ah, du Scheißskelett, geh sterben. Wo Lass mich schalte ich denn los. diesen Autosprung aus, ey? Lass mich in Mit Ruhe. Steuerung. Automatisch springen aus. Sch Und das war's Scheiße, denn. ey. Entschuldigung, das wollte ich nicht Ui. sagen. Ja. Wir haben es alle gehört. Ich weiß. Alle vernommen. Und wir Ich bin verurteilen ganz dich alle. knapp dem Tod entkommen. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Eisenwerkzeug. Natürlich hast du Eisenwerkzeug. Natürlich. Du Affenkopf, ey. Und den Shit brauche ich nicht weg damit. Habe ich auch einen Hebel, weil ich mir aus Versehen einen Hebel vorhin gebastelt habe. Schon wieder. Wow! Ganz knapp neben der Lava hier gebuddelt, ey. Dann geht's wieder ab runter. Ich brauche noch ein bisschen Zeug. Ich will eigentlich Stein haben. Eigentlich müsste ich mir meine Höhle weiter ausbauen, damit ich geil Stein habe, was ich mir dann wieder brennen kann. Aber ich mag Damit du es gebrannten dann Stein. wieder irgendwo hinbauen kannst. Damit es Ich mag genauso gebrannten aussieht Stein. wie vorher. Nein, das meine ich ja nicht. Das klingt sinnig, auf jeden Fall. Ja, ne? Finde ich auch. Hier draußen? Oh, Verkehr ist draußen. Das ist ja scheiße. Nee. Spasti, ey. Wie er da immer einfach irgendwelche Geräusche macht im Hintergrund. Nee. Ach. Und ein dummes Zeug dazu lassen. Boom. Boom, 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 boom. So. Ich baue mich gerade in meinem Berg nach oben, glaube ich. Stark. Ne? Leute? In meinem Berg nach oben. Dann nach links bauen. Nach links ist Ich bin Platz. überlegen, ob ich meine Todesszene gleich irgendwie oder beim Rendern in Zeitlupe setze, ey. Meinst du von deinem Welche Creeper? denn? Hä? Ja, Welche die denn? gerade mit dem Creeper. Gibt ja schon so ein paar bei dir. Halt den Mund, gar nicht. Ich sterbe niemals. Ich bin wieder Ah, draußen, hier ist auch noch bin ein wieder Herz. draußen, Patrick. Siehst du mich? Nee, ich bin in meinem Bunker. Achso. Ich habe nur noch ein Herz und es ist dunkel. Achso. Dann eben nicht, wer nicht will, ne? Der will nicht. Hab ich auch Gut schon gehört. erkannt. Blue
Blubbidi blub, Stein am wieder Baum. Neue Rezepte gefunden. Stark. Ich habe es noch nicht einmal angeguckt. Erstmal die Steinspitzhacken verbrauchen. Schön, dass du auch schon andere Spitzhacken hast. Ja, natürlich. Wer denn nicht? Ich bin ja froh, dass ich Steine hab. Ich habe noch gar keinen Ofen gebaut. Ich auch nicht. Ich hatte noch nicht dieses Verlangen danach. Aber ich finde auch die ganze Zeit nur Kohle. Nichts anderes. Kohle. Ich glaube, ich brauche viel, glaube ich, im Berg drin. Also, weil ich Bock drauf habe. Ich will erstmal auf meinem Berg drauf. Ja, wenn du nachher bei Yannick wieder guckst, er hat schon wieder die Minen von Moria gebaut. Ja, wie immer. Ja, geil. Yannick macht doch immer voll die Kunstwerke. Und bei mir sieht das immer aus wie so ein Klotz. Ja, aber diesmal, wenn ich das im Berg baue, dann kann ich ja höchstens innen ausschmücken. Mach dann so ein paar Ausgänge überall hin. So mit geilen Pforten und sowas. Auf einmal sind das wirklich die Minen von Moria. Mit diesem Übergang da so, du kommst nicht vorbei. Genau, kann man auch so ein Event starten und sowas. Naja, er hat immer so ein Viech. Kommt kann da von der Ecke gefahren. Der da auf seine ganzen Schätze aufpasst. Dieser Berg, ne, der ist ziemlich schmal, oder? Ich bin schon oben. Oh, ich glaube, ich kann auch sein. Was lachst du denn? Der ist schon ziemlich schmal. Ja, aber das war auch sehr kurz. So. Schwing, 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 ich brauch mehr Eisen. Achso, ich bin oben. Nein, Spinne, Spinne. Na Quatsch, ich brauche kein Eisen, ich brauche Stein, ich töte. Kohle brauche ich. Spinne. Kohle habe ich aber unten noch ganz viel, das hole ich mir jetzt. Spinne, fight. Ah, Spinne tot. Kohle haben wir hier noch ein bisschen. Kohle. Du oder was? Ja, aber ich finde halt nichts anderes als Kohle. Das habt ihr den Zombie doch gesehen. Fall. Ja, du. Irgendwann hat man überall Kohle und man hat einfach keinen Bock mehr Kohle abzubauen, aber man braucht es halt am Anfang vor allem. So, Kohle auch tot, Zombie auch tot. Erstmal hier den Berg clearen, ne? Ich hab meinen nicht mal ausgeleuchtet, das sollte ich vielleicht mal tun, damit ich mich da ein bisschen freier bewegen kann. Oh, was ist das denn? Kohle. Huh. Was ist das denn? Nice. Nimm es mit, du weißt nie, wann du nochmal Kohle findest. Echt, ey. Es ist so selten. Obwohl, früher war das selten. Ja. Ganz am Anfang. Es geht. Es geht. Da konntest du eigentlich auch direkt schon am Berg irgendwo was finden. Nein, konntest du nicht. Nur ich habe das Gefühl. Nein, konntest du nicht. Die Felder sind einfach größer geworden. Kann so weit springen. Ich horste. Die Felder sind auf jeden Fall riesig, ey. Ja. Durch den Shader sieht das zwar cool aus mit dem Licht, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es wirkt irgendwie dunkler dadurch. Ja, das ist bei Shader meistens so. Mach doch das Helligkeitslicht an. Warum sind denn da hinten zwei Fackeln auf dem Berg? Weil es mein Berg ist. Also. Das erklärt. Wenn das über Patricks Berg ist quasi. Ja, ja, so links davon. Ja. Patrick ist rechts und ich bin. Wir bilden hier gerade so ein Dreieck. Ja, ist doch gut. Dann sind wir dann relativ nah beieinander, oder? Aber ich bin der Größte. Ha! So ist das auch. Bin halt der Beste, Größte, Dickste. Wir machen jetzt einfach diese geile Minecraft-Welt, die führen wir jetzt so gronkmäßig einfach jetzt 5 Jahre und bauen immer wieder geilen Scheiß hier drauf. Dann wird das einfach irgendwann so ein Riesenkomplex. Von mir aus. Wenn du es schaffst, zwischendurch aufzunehmen und nicht irgendwie Herpes oder so bekommst. Nimm doch gerade auf. Ja. Ich weiß auch nicht, wie du auf einmal zugesagt hast, ey. Ja, guck mal, Kohle. Gut, Patrick. Mach weiter so. Ja, also Kohle habe ich jetzt schon ordentlich. Aber ich finde kein Eisen. Naja, wir bauen einfach mal fleißig ab. Dann wird sich ja schon lohnen. Dann ist das halt so, ne? Kann ich ja gegen Eisen verkaufen dann. Weiß auch nicht, wo du nach Eisen suchst. Am besten ist eigentlich eine Höhle zu suchen draußen irgendwo und da reinzugehen. Was? Höhle. Ach, Höhle. Alter, was? Er hat denn eine Höhle? Ekelhaft. Habe ich kurz diese komische alte Frau gesehen. Was? Was? Ich muss hier alles ein bisschen mehr abbauen. Ich komme da mit meinem Köpfchen gegen. Mit welchem? Dickschädel halt. Ja, genau. So. Ich bin... Hey.
bin auf jeden Fall oben auf meinem Berg angekommen. Hab da die drei Bäume gefällt, die hier waren. Nice. Man sollte mal Bäume pflanzen, da muss ich nicht immer. Gut, so weit muss ich ja nicht laufen. Und Holz brauche ich gleich. Ach nö. Du bist ein armer. Dieser Moment in der Höhle, wenn man weiß, dass man den Weg zurück gar nicht mehr kennt, aber man trotzdem weitergeht. Ja, ja, das ist doch immer so, oder nicht? Ja. Stimmt. Egal. Holz suche ich das nächste Mal. Das nächste Mal? Ach ja, ist ja gleich schon wieder. Ja. Ist gleich schon Ende. Ja, wir haben gleich schon unsere 4 Folgen zusammen. Oder wie lange machst du die? Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an. 1-Stunden-Folge. Ja, genau. 32 Minuten 25. Genau, irgendwie so mache ich die. Oh, da ist noch ein Baum. Stark. Guck mal, ich lispel nicht. Baum. Wie behindert du bist, ey, das ist der Hammer. Ich lispel nicht. Merkhaft. Haben wir gemerkt, ne? Ja, das war jetzt meine letzte Hacke, die anderen sind jetzt in meiner Truhe. Also wieder hochhoppeln. Also soll ich mich auch auf dem Weg zu meiner Hütte machen? Oh, ein Apfel. Oh, denn? Jo, ich muss jetzt zu meiner Hütte. Achso. Nee, du hast gesagt bis 11, Patrick, oder wolltest du halb 11? Halb. Maische. Das nächste Mal brauche ich dann Holz und dann kann ich meine. Ach, guck mal, das Zelt draußen. Kann ich meine Hütte so zu Ende bauen? Muss ich erstmal gucken, wie ich wieder nach oben komme. Provisorische Hütte zu Ende bauen. Mach das hier erst. Ich begradige das hier erstmal. Gut, dass ihr meinen Steuer. Ey, dieser Sound, der von unten kommt, nicht. Ich hoffe wirklich, dass das. das ist der gute Wohlfühl-Sound. Aber kann auch sein, dass das Yannick ist, dass das immer so ein Basslaut gibt, ey, weil Yannick so eine bassige Stimme hat. Ja, auf jeden Fall. Wow. Habe ich so eine bassige Stimme durch das Mikro? Ja. Geil. Aber ich habe ja auch gerade so eine kratzigere Stimme wegen meiner Erkältung. Ja, klar. Ja. Und eine richtig schwarze Stimme. Ich kann ja. Oder ich mache ja einen Eispalast. Also ich habe es auf jeden Fall gut drauf. Ich hab noch das wäre mal was Herz. Neues. Ja, aber da muss ich hier auf jeden Fall viel Schnee abfahren. Ach, bist du wirklich auf Patricks Berg gegangen? Ja, klar. Der Lappen, wenn der auf dem anderen geht. Gut, warum nicht? Wenn wir den für später nehmen wollen, dann muss ich dich halt runterprügeln. Das ist ja kein Problem. Gerade das hier noch ein bisschen und dann. Bombe ich dich da weg. Da fackeln. Oh, noch mehr Fackeln. Das sind noch nicht genug Fackeln. Alter, das ist der Hammer, wie viel Schnee man abbauen müsste, wenn man das machen will. Du kannst aber. Ja, was kann man? Man muss ja Eisblöcke craften irgendwie, ne? Man kann die aber auch. Kann die auch so irgendwie aufsammeln? Schlecht, ne? Mit einer Schere. Ja. Weiß ich gar nicht. Da solltest du in ein Eisgebiet gehen. Mhm. Das ist bestimmt hier direkt in der Nähe. So wie ich uns kenne. Also hier ist schon mal Sumpf. Stark. So. Könnte ich so einen geilen Turm draufsetzen. So, den Turm mache ich wieder drüben. Ein geiler Sumpflandschaft. Oh, also. Das ist mal alles in der Truhe gesaved, falls wir wieder sterben. Das ist eine Kuh oder ist das ein Bär? Das ist, glaube ich, eine Kuh. Es gibt Bären? Das sieht dick aus. So, ich bin fertig. Dann gehe ich auch zu meiner Hütte. Na gut, also ich stehe auf meinem Berg. Ja gut, ich stehe auch auf meinem Berg. Kann ich sehen, ich stehe mal an der Tür. Ja, ich kann Max nicht sehen. Ich kann Patrick sehen. Ich gehe mal kurz rüber, dann kann ich euch auch sehen. Ah, so. Ich kletter und kletter. Patrick, du hast dich aber nicht in meine Richtung gebaut, unterirdisch, oder? Keine Ahnung. Wo dann muss ich das irgendwann zupflastern. Hey, guck mal, wie weit weg der ist. Wo du warst. Ja. Wo warst du denn nochmal? Ja. Achso, nee, ich bin da ganz hin. Siehst du, guck mal nach, wo guckst du gerade hinten nach links? Da. Siehst du ja. Die Lava da hinten? Nein. Ah, ich sehe da so 4 Fackeln. Ja, da ungefähr bin ich. Achso, ja gut, das ist ja mega weit weg. Na gut, Leute. Dann ist das egal. Dann haben wir unsere ersten Minecraft-Eindrücke gezeigt. Wir haben hier was vor. Hast du da Schafe, Yannick? Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin. Ciao.
Alle tschüss.